Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauer, zur aktuellen Sondersendung vom JFD-Devisenradar. Ich grüße Sie an dieser Stelle. Warum bin ich online? Sie werden sicherlich schon mitbekommen haben, was hier für Turbulenzen am Markt derzeit ablaufen. Das ist historisch, was wir hier gerade erleben. Es wird Geschichte geschrieben. Wir sehen hier die aktuelle Tageskerze vom Euro gegenüber dem Schweizer Franken. Jawohl, Sie sehen richtig. Das ist hier kein Scherz, was wir hier aktuell erleben. Hier ging es einige tausend Pips nach unten. Das ist fast unvorstellbar. Warum? Ja, es gab hier vor kurzem die Meldung von offizieller Seite, dass hier die Schweizer Nationalbank die Interventionsmarke von 1,20 aufgibt. Hier unten haben wir es. Gehen wir nach oben. Die Nationalbank hat hier den Mindestkurs, also hier die 1,20 aufgegeben. Unglaublich, aber wahr. Das, was über ja, Jahre hinweg jetzt präferiert wurde, wir verteidigen dieses Niveau, wir lassen den Euro gegenüber dem Schweizer Franken nicht unter die Marke von 1,20 fallen, ist hier passé. Wir sehen aktuell, und da schauen wir uns gleich nochmal hier einen ganz großen Chart an, den Wochenchart, nee, vielmehr den Monatschart, das ist noch besser ausgedrückt, vom Euro gegenüber dem Schweizer Franken. Wir sehen hier, was wir da aktuell für eine Kerze haben. Schrauben wir das Bild mal hoch. Hier die aktuelle Wochenkerze. Monatskerze vielmehr. Unglaubliche Natur, was wir hier von Ausmaß haben. Sie können sich daran erinnern, was hier passiert ist im Jahr 2011, September. Da gab es die Intervention, da wurde praktisch hier der Crash bzw. der Kursverfall im Euro gegenüber dem Schweizer Franken aufgrund der Intervention von der Schweizer Nationalbank gestoppt. Es wurde hier dann, ja, in Anführungszeichen, der Patient wurde schlafen gelegt, totgelegt. Hier ist dann die Marke von 1,20 als definitive Haltezone definiert worden. Also ein Preis unter diesem Niveau wurde hier sozusagen ja, nicht mal in Frage gestellt, durfte nicht mehr stattfinden. Und das zog sich hier über Jahre, über die letzten Jahre hier halt eben hinweg. Und heute die überraschende Meldung, dieses Niveau wird doch aufgegeben. Und wenn wir hier damals erlebt haben, was hier eine starke Volatilität ist, und wir sprechen über 2000 Pips, dann schauen Sie sich mal diese aktuelle Monatskerze an. Also das ist die Bewegung von heute. In den letzten Tagen ist das Währungspaar ja fast eingeschlafen. Schauen wir uns mal kurz den Tagesstart an. Ja, den kriegen wir gar nicht zu sehen. Einen Moment, schauen wir uns noch mal kurz an. So, das hier die letzten Tage. Noch ein Stück nach oben. Rechts unten hier, wie gesagt, der 12. Jetzt, wenn ich noch ein Stück weit drüber scrolle, da fängt es an hier. Jetzt wird's turbulent. Schauen Sie sich das an. Das ist unglaublich, was wir heute erleben. Es wird definitiv Geschichte geschrieben. Sowas ist noch nicht passiert am Devisenmarkt. Also hier eine Schweizer Nationalbank oder die Schweizer Nationalbank gibt das Level von 1,20 auf. Das, was eben hier ganz stark präferiert wurde. Es ist anzunehmen, dass hier einige Marktteilnehmer in erhebliche Schieflage geraten sind. Gar keine Frage. Es schien ja auch fast auf breiter Flur ein ganz sicherer Trade zu sein, hier die Marke von 1,20 zu longen, also hier auf eine Aufwertung vom Euro gegenüber dem Schweizer Franken zu spekulieren. Weit gefehlt, wie wir jetzt sehen, weit gefehlt. Also das war ohnehin schon immer wieder ein heißes Eisen, aber es ist anzunehmen, dass hier einige Marktteilnehmer, möglicherweise auch Emittenten, hier deutlich in die Schieflage aktuell geraten sind. Hier werden auf jeden Fall gerade Milliarden umgewälzt. Also hier die Situation sicherlich noch aufklärungsbedürftig. Das heißt, wie wird der Markt heute aus dem Handel gehen? Speziell der Euro gegenüber dem Schweizer Franken. Sämtliche Schweizer Franken-Pairs haben hier enorme Ausschläge zu verzeichnen. Wenn wir durch die Bank gehen, Schweizer Franken-Yen hat sich aktuell. Ich muss hier gleich mal dreimal hingucken, das kann man ja gar nicht fassen. Also hier die Paare sind teilweise vom Handel ausgesetzt, es ist kein Handel möglich. Solche enormen Ausschläge sind hier gerade US-Dollar, Schweizer Franken, auch die 1000-Pip-Marke geknackt beinahe. Das sind hier Situationen, die kann man nicht in Worte fassen. Es gilt mal abzuwarten, wo sich das Paar heute fängt, aber rein technisch gesehen, wenn man das hier in Anführungszeichen anbringen darf, haben wir jetzt hier den nächsten Schritt zum weiteren Kursverfall beim Euro gegenüber dem Schweizer Franken eingeleitet. Es scheint so zu sein, als würde hier ja, der Euro weiter in der Abwärtsspirale gefangen sein. Jetzt nicht nur gegenüber dem US-Dollar, sondern hier das, was sich über die letzten Jahre aufgebaut hat beim Euro gegenüber dem Schweizer Franken, hat sich heute hier in einem Schlag entladen. Und unter mittelfristigen Gesichtspunkten spricht auch viel dafür, dass das wohl noch nicht das Ende ist. Also ob wir hier neue Tiefs machen, bleibt mal abzuwarten, aber in jedem Fall haben wir die Parität hier aktuell ja, heute eben schon unterschritten. Jetzt sind wir gerade wieder drüber gegangen, die Marke von 1,000 und es ist aber grundsätzlich davon auszugehen, dass dieses Niveau, also hier die Parität beim Euro gegenüber dem Schweizer Franken, wohl unterschritten bleiben wird. Also es deutet sich hier eine weitere Schwäche an mittelfristiger Natur. Auch gerade vor dem Hintergrund, wenn Europa hier das große Quantitative Easing Programm im Sinne der Anleihekäufe fährt.
Äußerst spannende Situation, äußerst spannende Marktgegebenheiten. Wie gesagt, hier ist Geschichte geschrieben worden. Ich hoffe, Sie sind nicht in Schieflage geraten in diesem Zusammenhang, haben hier hoffentlich nicht das große Geld auf die verkehrte Seite gesetzt. Das Währungspaar hier ohnehin meine Empfehlung schon seit Monaten, Schrägstrich Jahren, mit der Kneifzange nicht anfassen, das Ganze. Das ist hier eine heiße Geschichte und heute hat sich tatsächlich gezeigt, wie sich das entladen kann. Wohl dem, der hier auf der richtigen Seite stand und auf sowas spekuliert hat. Es gab sicherlich einige Marktteilnehmer, aber im Gro ist das hier eine Umwälzung, die sieht man wirklich wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten nicht wieder. Unglaublich aber wahr, was wir heute hier erleben. Ich sage erstmal danke, hoffe, wie gesagt, Sie haben keine große Schieflage erlitten in diesem Zusammenhang. Und alles Weitere erfahren Sie hier auf unseren Medienseiten von Gottmo Trader Jan Dyer oder auch hier auf dem JFT Brokers Desk. Ich sage vielen Dank erstmal für Ihr Einschalten und wünsche Ihnen noch einen angenehmen, mit Sicherheit spannenden Tag.